So, meine Lieben, heute war der erste Tag im Fitnessstudio. Boah, ich bin fix und fertig. Ich wollte euch berichten, wie es war. Also, meine Tante ist ja mit dem Auto gekommen. Ich bin mit der Bahn gefahren. Also, ich bin jetzt zurück 45 Minuten gefahren. Ich musste das ja erstmal suchen. Ich bin einmal komplett rumgelaufen, weil ich gar nicht wusste, wo das ist. Also, ich bin richtig weit gelaufen. Also das ist schon ein Stück, also ich muss einmal umsteigen, ich muss ein großes Stück laufen. Ja, dann das Fitnessstudio, also ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert. Also das ist so ein kleines Fitnessstudio, das sind überwiegend nur Männer. Dort kann man sich seine Wasserflasche nicht auffüllen, also die haben keine Wasserstation. Bei Fitix kann man sich ja Wasser auffüllen lassen, also dort geht das gar nicht. Die Geräte sind veraltet, dort steht auch nicht, wie das mit den Geräten funktioniert. Ja, und man muss suchen. Der untere Bereich ist nur Männer, also dieser Männerbereich, da darf man auch trainieren gehen, aber das sind eigentlich nur Männer. Da ist aber auch die Umkleidekabine für Frauen. Ja. So, duschen kann man, glaube ich, irgendwie nur 5 Minuten, weil man muss einen Knopf drücken und dann ist da nur eine kalte Dusche. Also meine Tante war duschen. Ich gehe da nicht duschen, also ich bin in den Klamotten da hingegangen und jetzt auch wieder zurückgekommen. Ich gehe gleich zu Hause duschen. Ich weiß nicht, ich will da, glaube ich, nicht duschen gehen. Dann muss ich natürlich noch auf meine Tante warten. Ja, dann haben wir erstmal oben, das waren 3 Etagen, und das ist so ein altes Fitnessstudio. Dort gibt es auch keine Kurse. Für Kurse müssten wir in ein moderneres Studio gehen. Gibt es auch hier. Aber dann, die meinte, das ist dann größer und das ist dann auch voller, ne? In das Studio ist jetzt bei uns, also in der Mitte von uns beiden. Genau. Und ja, dann hat, aber die Frau am Empfang, die war ganz nett. Also das war eine Frau, die hat uns alles gezeigt. Und ja, genau. Und genau, wenn man dann so, das sind ja 3 Etagen und dann geht man so runter. Also das ist so eine Fläche hoch und runter, aber die ist rutschig und da sind nur so schwarze Streifen in großen Abständen. Und die sind halt nicht rutschig. Und da muss man dann halt aufpassen, dass man nicht rutscht, weil ich habe zum Beispiel rutschige Schuhe. Und man hätte die schwarze Fläche komplett machen können, damit man nicht rutscht, weil das ist ja lebensgefährlich. Ich laufe da runter richtig langsam. Ja, und was noch? Und... ja, die Frau war halt sehr nett gewesen, aber morgen ist sie nicht da und meine Tante geht morgen nicht und ich wollte morgen gehen, ich wollte übermorgen gehen und meine Tante macht jetzt, wie lange macht sie Pause? Also morgen macht sie Pause, übermorgen macht sie Pause, dann ist Wochenende macht sie Pause und dann ist Montag macht sie auch Pause. Also 1, 2, 3, 4, 5 Tage macht sie Pause, wo ich mir denke, nee, ich mache jetzt keine Pause. Also ich will heute, also ich war heute, ich will morgen gehen, ich will übermorgen gehen, Wochenende mache ich Pause und Montag gehe ich dann auch. Nur ich bin da irgendwie, ich fühle mich da nicht wohl, muss ich sagen, und ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil in meinem anderen Fitnessstudio hatte ich so einen Plan. Ich hatte schon die Wege im Kopf. Ich bin von da nach da, nach da, nach da gegangen und wusste, welche Geräte ich mache, wie ich es mache und hatte so einen Plan im Kopf und hier habe ich absolut überhaupt keinen Plan. Hier bin ich überfordert, hier gehe ich rein und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ja, dann muss ich noch immer auf meine Tante warten, bis sie fertig geduscht hat, weil ich gehe da ja nicht duschen. Und wir haben gesagt, wir gucken uns das jetzt an. Wir zahlen ja für die ersten 2 Monate 5 Euro. Da gucken wir uns das an. Und danach, wenn wir 25 Euro zahlen, zahlt man bei Fitix auch 25. Kann man dann das kündigen, weil das kann man ja monatlich kündigen. Und dann kann man nach Fitix rübergehen. Weil ich glaube, ich fühle mich bei Fitix doch viel wohler. Also die Strecke ist einfacher. Bei Fitix kann ich direkt meine Einkäufe erledigen, weil dort ist alles. Der Weg, man muss nicht so weit laufen. Und es ist zentraler. Es ist einfach zentraler und auch nicht so abgelegen. Ja, deswegen. Ja. Aber 2 Monate will ich trotzdem durchziehen in dem Fitnessstudio. Ja, weil es kostet ja nur 5 Euro. Ja, und was haben wir heute gemacht? Wir waren da 1,5 Stunden. Ja, was haben wir gemacht? Ich glaube 30 Minuten. Ich bin 5 Minuten Stepper. Dann bin ich, glaube ich, 20 Minuten Fahrrad gefahren. Und dann habe ich gemacht diese Beinübungen 2-mal. Dann habe ich Rückenübung gemacht und eine Bauchübung. Das war's. Also ist okay für den ersten Tag, sag ich mal. Ich werde jetzt langsam machen. Also so mich immer ein bisschen steigern. Und ja, genau. Jetzt habe ich Hunger. Genau, jetzt werde ich duschen und was essen. Heute
zeige ich euch die Bob & Brad Q2 Mini Massagepistole. Die Massagepistole ist sehr handlich und nicht allzu schwer. Sie hat 5 verschiedene abnehmbare und austauschbare Massageköpfe. Sie ist kompakt und leistungsstark, perfekt für Reisen, sodass man sie überall hin mitnehmen kann. Sie passt perfekt in mein Handgepäck oder in den Rucksack. Die Massagepistole löst Knoten und entspannt verspannte Muskeln, indem sie tief in die Muskeln eindringt und schwer erreichbare Muskelgruppen entlastet. Die intensiven Vibrationen sorgen für eine sofortige Schmerzlinderung. Die Massagepistole kann man natürlich auch nach dem Training und nach der Hausarbeit benutzen. Sozusagen eine kleine Auszeit für zu Hause. Ich habe natürlich auch noch einen Produktlink für euch und sogar 10% Rabatt. Ich verlinke euch natürlich alles gerne in der Infobox, also schaut dort sehr, sehr gerne vorbei. So, hallo, hallo meine Lieben. Boah, ich habe eine Story für euch. Ich bin so schockiert, also ich bin wirklich so schockiert, also ich weiß nicht, also was ich für Menschen andauernd anziehe, also ich bin schon mittlerweile an diesem Punkt angekommen, also ich möchte niemanden mehr kennenlernen, ich möchte keinen Mann mehr kennenlernen, weil in der heutigen Zeit ist es sowieso schwierig geworden und so wie ich es mir vorstelle, so wie ich gerne einen Mann hätte, gibt es nicht. Und ich bin schon an diesem Punkt, wo ich einfach nicht mehr möchte. Also ich möchte keinen Mann kennenlernen, ich bin alleine glücklich, ich mache das Beste draus. Und ich bin auch in keinen Flirt-Apps mehr, ich möchte auch nicht angesprochen werden, ich möchte mich auch mit keinen Männern mehr unterhalten. Ja, genau, das ist zu meinem Standpunkt. Ja, ich habe mich schon damit abgefunden, alleine zu sein. Ja, es ist auch in Ordnung für mich. Okay, wo fange ich an? Also ich war mit meiner Tante letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann das war, wir waren auf jeden Fall beim Fitness gewesen, ja, sind dann rausgegangen zusammen, also zum Parkplatz, meine Tante fährt immer mit dem Auto und ich fahre immer mit der Bahn, also ich muss ein Stückchen laufen, wir sind dann zurückgegangen, haben uns unterhalten, haben so Späße gemacht, ja, aber und da stand so ein Typ, so ein Mann halt, ne, ich hab den so gar nicht wahrgenommen, weil da stehen immer Leute, ich habe mich so auf das Gespräch konzentriert, weil es war wieder lustig gewesen und dann sagt so meine Tante so, was guckt der die ganze Zeit so, ne? Weil ihr ist das irgendwie aufgefallen. Ich hab das gar nicht wahrgenommen, weil immer, also ich hatte jetzt keine Kamera dabei oder so, aber immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kamera rumlaufe, werde ich ständig halt von Leuten angestarrt und ich kenne das halt und mich juckt das halt einfach nicht mehr, ja? Und deswegen hab ich so, das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe einfach nur wahrgenommen, jemand steht da und keine Ahnung. Und meine Tante so, was guckt der die ganze Zeit so, ne? Der so, guckt der dich an? Ich so, nein, der guckt bestimmt dich an, ne? Und sie so, nein, der guckt dich an. Ich so, nein, der guckt dich an. Ne? Und dann ist meine Tante gegangen und ich so, soll ich dir... So, aber wir haben es auf Polnisch gesagt. Ne? Ich so, soll ich dir seine Handynummer besorgen? Habe ich so aus Spaß gesagt. Ne? Und musste dann lachen. Und dann ist sie halt zum Auto gegangen. Ich bin halt, wollte ich zur Bahn laufen. Und dann spricht der Typ mich halt an. Ja? So, alles klar. Und ich denke mir so, was will der von mir? Ne? Ich gehe dann einfach so weiter. Der so, warte. Kann ich dich kennenlernen? Du bist voll mein Typ. Du bist mollig. Ich stehe auf mollige Frauen. Und kann ich dich kennenlernen? Gib mal deine Handynummer. Also er war halt nett gewesen. Aber ich so, nein. Ich war so richtig überfordert mit der Situation und auch so überrumpelt. Ich so, nein. Ich habe das so... Ich wollte einfach nach Hause fahren. Ich wollte einfach zur Haltestelle, weil ich nach Hause wollte, ja. Und er so, komm, gib deine Handynummer. Ich so, nein, ne. Und dann weitergegangen und das unter mir hergelaufen und dann, ja, und Instagram? Ich so, ja, Instagram kann ich dir dann geben, ne? Habe ihm dann mein Instagram gegeben und er so, ja, aber nimm mich dann auch an, ne? Ich so, ja, mein Profil ist eh öffentlich, ne? Und dann der so, ja, du hast voll die geile Figur und ich stehe ja auf mollige Frauen, ne? Ich so, okay, ist das nicht so ein Fetisch, wenn man auf mollige Frauen steht? Also, ich weiß es nicht und...
Ja, habe mir da nichts gedacht. Ich habe ihm dann halt mein Instagram gegeben, weil Instagram kann ich ja geben, ist ja was anderes als die Handynummer. Und dann war ich halt ja zu Hause und dann hat er sich halt, habe ich dann auf Instagram geguckt, er hat sich dann halt nicht gemeldet, so ich glaube den ganzen Tag nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, dann hat er mich vielleicht verarscht, weil ich hatte auch das Gefühl, der verarscht mich irgendwie, ne? Gibt es ja auch so Männer. Der war auch, boah, ich dachte, ich wusste gar nicht, wie alt er ist. Der war halt, das war halt so ein, auch so ein Südländer, aber sah halt gut aus, war halt auch eigentlich nett gewesen. Und ich stehe aber nicht auf Südländer. So, das wollte ich nochmal sagen, ja. Aber wie gesagt, er war halt sehr nett gewesen und dann hat er sich halt den ganzen Tag nicht gemeldet. Dann am nächsten Tag war ich unterwegs und als ich dann zu Hause war, habe ich dann gesehen, dass er mir geschrieben hat. Genau, er hat mir dann geschrieben, er hat dann geschrieben, hi, ich bin von, und hat das Fitnessstudio dann hingeschrieben, ne? Und zuerst wollte ich nicht schreiben, weil ich halt kein gutes Gefühl dabei hatte, ne? Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann versuch mal. Also der war doch nett gewesen, auch wenn er nicht so dein Typ ist. Versuch es wenigstens, ja. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Ich hatte auch nicht vor, mich mit ihm zu treffen. Ich habe dann einfach geschrieben, hi. Und dann schreibt er mir so, was machst du? Und wenn mir schon ein Mann schreibt, was machst du? Ey, das ist so uninteressant. Ich meine, du könntest doch was viel, viel, viel Besseres schreiben als was machst du, ne? Und ich so, komm, frag sie ihn, wie alt er ist, weil wenn er dir sagt, er ist irgendwas mit 20, dann kannst du sagen, ja, sorry, du bist mir zu jung und auf Wiedersehen, ne? Und dann schreibt er mir so, ich bin 38. Ich denke mir so, okay, 38. Aber dann habe ich mir so gedacht, ey, mit 38 kann er mir doch nicht sagen, dass der als Südländer Single ist. Weil in der heutigen Zeit muss man auch fragen, ob der Typ überhaupt Single ist, ja? Ich kann ja nicht davon ausgehen, weil theoretisch, wenn er mich anspricht, gehe ich ja davon aus, dass er Single ist, dass er frei ist, dass er verfügbar ist. Aber ich habe mir schon so gedacht, als Südländer mit 38 Single zu sein, nie im Leben. Dann habe ich ihn gefragt, bist du verheiratet? Bist, nee, der hat mir gesagt 38, dann, ich habe mich gefragt, wie alt ich bin, dann habe ich ihm das gesagt und dann sagt er so, ich so, bist du verheiratet? Der so, ja. Und ich denke mir so, alter Falter, ist das dein fucking Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Ja, aber man kann sich doch trotzdem kennenlernen. Ich so, nee, sorry, sowas mache ich nicht, ne? Ja, aber es läuft nicht mehr. Ich so, ja, schön, ist doch nicht mein Problem, dann red mit deiner Frau. Da bagger doch nicht andere Frauen an. Und das hat so, ich mir gedacht habe, ey, so typische Männer, das sind so, also für mich persönlich macht das den Mann nochmal so unattraktiv, egal wie nett der ist, egal wie gut der aussieht, da ist der bei mir unten durch, ja. Und dann so, ja, aber du hast eine geile Figur, ne? Ich so, ja, schön, juckt mich nicht, ne? Und ja, aber ich bin ein guter Mensch, ich habe ein gutes Herz. Ich so, ja, schön. Ich so, wenn du ein gutes Herz hättest, dann würdest du das deiner Frau nicht antun, egal wie es läuft. Und warte, was schreibt der? Oh Gott, ey, ich blockiere den jetzt, ey. Also, der hat geschrieben, ich lese euch das mal vor. Er hat geschrieben, hi, ich bin von Punkt, Punkt, Punkt. Und ich so, hi. Der so, was machst du? Ich so, wie alt bist du? Der so, 38. Du, ich so, habe mein Alter gesagt. Dann so, okay, nice. Ich so, bist du verheiratet? Also, ja, du. Dann habe ich geschrieben, was willst du dann von mir? Der so, hab keine Lust mehr. Ich so, sorry, stehe ich nicht so drauf. Auf was stehst du nicht? Ich so, verheiratete Männer. Der so, hast du Kinder oder so? Aber verheiratete Männer sind Familienmenschen, hab ein gutes Herz, verstehst du? Ich bin offen und ehrlich, besser als verlogen und gespielt. Ich so, mag sein, sowas mache ich trotzdem nicht. Der so, hast du Kinder? Ich so, nein, warum? Der so, nur so. Gehst du Sport heute? Hast eine geile, frauliche Figur. Ich so, hast du Kinder? Also, ja, aber egal. Du bist ja desinteressiert. Man kann ja trotzdem Spaß haben, Sport machen zusammen oder wartest du auf den Prinzen? Übrigens kann dich sehr gut massieren. Habe das früher gemacht. Wenn du kaputt machst, ach so, nach dem Sport bist, bin ich der Richtige für dich. Oh Gott, Leute, ich blockiere den. Das ist mir zu doof, ey. Ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß, ey. Blockieren. In letzter Zeit blockiere ich sehr viele Leute, muss ich sagen, wird blockiert. Habe ich keinen Bock auf sowas. Echt nicht. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr davon denkt, aber ich muss sagen, nee, ey, der ist verheiratet und er hat Kinder. Psst, ey. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Wie kann er das seiner Frau und seinen Kindern antun? Ich meine, wenn er getrennt ist, getrennt lebend ist, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, ja? Aber der lebt mit dieser Frau zusammen. Boah.
ich hasse Männer, Leute. Ich hasse Männer wirklich. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Ich hasse sie. Naja, gut, jetzt habe ich den blockiert. Das ist das Richtige, weil ich lasse mich nicht auf Techtelmechtel mit verheirateten Männern ein. Wenn er jetzt geschieden wäre und dann Kinder hätte und auch getrennt wäre, wäre das eine andere Geschichte. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen verheiratete Männer. Ich habe was gegen verheiratete Männer, die noch mit der Frau zusammen sind und dann was mit einer anderen anfangen sollen. Das ist das Problem. Und sowas mache ich nicht. Da bin ich noch aus, sage ich mal, aus der alten Generation und ich könnte das gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, sowas zu machen. Naja, das ist jetzt die erste Story. Schreibt mir mal eure Gedanken dazu. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, das war jetzt Geschichte Nummer 1 und im nächsten Vlog kommt Geschichte Nummer 2. I can't help myself.